Ihr habt eine Aufgabe. Wie sehen eigentlich unsere Zauber so aus? Ah, du hast noch genug. Also bei dir ist alles noch da. Was wollt ihr? Du hast auch noch Segen und alles, als sich unterlein die Heilzauber fehlen. Ja, ich hab genug davon. So, und hier ist nichts mehr gut. Was? Das heißt, wir können uns hier wieder aufstellen. Und haben nur noch das hier zum Erkunden. Minsk. Danke, Minsk. Mich kümmert's nicht. Wie heißt diese Einstellung nochmal? Ja. KI Refresh Rate in Sekunden. Ist hier, glaube ich, kann man im Baldur's Gate 1, glaube ich, noch gar nicht einstellen. Erst im zweiten Teil. Was das Spiel ein bisschen flüssiger zum Laufen bringt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, heilen wir mal ein bisschen Talisa hoch. Natürlich nur, wenn Minsk mit dem Weg steht. So. Okay. Gucken wir uns erstmal den Gang hier an. Was? Beinahe unter meiner Würde. So, stehen wir immerhin nicht im Fluchtweg. Hier sind schon mal wieder grüne Symbole. Und hier ist ein Weg um die Ecke, aber das ist wieder ein Dead End. Wow. Das war haarscharf. Da ist eine Falle gewesen. Einfach mal so in der Ecke. Okay, hier ist schon mal nichts. Das heißt, wir haben noch das hier zu erkunden. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Hier ist schon mal niemand. Hier ist wieder so ein rotes Symbol, diesmal an der Ostseite der Wand. Und Hilfe, ein unsichtbarer Pirsch ist hinter ihm her. Und hat es jetzt auf Khalid abgesehen. Ja, euer Leben liegt in meiner Hand. So. Den kriegen wir ja sicher tot irgendwie. Was wollt ihr? Und der hat Geld dabei. Ja, ich hab das wir eigentlich gar nicht mehr bräuchten. Okay, hier war ein unsichtbarer Pirscher drin. Die bringen übrigens 3000 Erfahrungspunkte. Das ist nicht gerade wenig. Nein, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir haben noch den Gang und den Gang um die Ecke, der da um die Ecke geht. Wahrscheinlich ist in jedem von denen auch noch mal so ein Pirscher drin, genau. Komm ruhig, Pirscherlein. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Du einmal Imoen. Okay, wir haben ihn abgehängt. Nicht so gut. Oh, komm. Ah ja. Au. Ja, ich weiß, dass du böse bist. Was? Wir sehen übrigens jetzt gerade nur den Schatten des Pirschers. Du bist ja ein komischer Kauz. So. Es wäre irgendwohin sicherlich ungewohnt, mal wieder mit Pfeil zu schießen, die nicht irgendwie explodieren, brennen, eineisen. So. Wo ist der jetzt hergekommen? Okay. Ja, geh da einfach mal durch die gesamte Kompanie durch und lass dich töten. So, du heißt Minz. Ja.
Was wollt ihr? Heizt Minsk am besten nochmal. Mich kümmert's nicht. Ja. Ihre Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr willkommen. So, das müsste jetzt der Gang gewesen sein. Mhm. Hier ist auf jeden Fall noch so eine grüne Markierung an der Wand. Wow, okay, da sind die beiden Fallen. Habe ich euch erwischt? Und hier? Ist nichts mehr. Okay. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt die ganze Gruppe schnappen und sie hier zum Ausgang buxieren. So. Immerhin, du weißt schon, dass das der falsche Weg ist. Ja, die Wegfindung. Ich hoffe mal, dass sie mich in Baldur's Gate 2 nicht auch so auf dem Stich lässt. Bei den Chars sieht soweit alles gut aus. Mhm, Trank der Spiegelaugen, den bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr. Ein Haufen Pfeile. Schleuderkugel. Und man sieht wirklich, dass wir uns dem Ende neigen. Die Inventare gehen langsam leer. Ja. Gut. Was wollt ihr? Dann gucken wir doch mal, wer du bist. Ich schätze, ihr seid am Ende. Nein, du bist am Ende. Hustet. Ach ja, ich dachte mir, dass ihr es seid. Ist ja fast wie ein Familientreffen hier, was? Ich wusste doch, dass ihr mir folgen würdet. Ihr beiden seid aus demselben Holz. Ihr müsst den Kampf beginnen, sonst wird er euch niederschlagen. Das würde aber auch nichts machen, denn ihr habt ihn bereits geschlagen. Seine Pläne sind verwirkt und seine Verbündeten fliehen in Scharen. Solch hehre Ziele, wenn auch niemand das wahre Verlangen dahinter erkannte. Niemand außer mir natürlich. Leider bin ich jetzt entbehrlich, aber auch das habe ich erwartet. Wo ist er hin? Er kann sich nicht vor mir verstecken. Was wollte er denn dadurch gewinnen? Er muss doch gewusst haben, dass sein Plan schließlich doch aufliegen würde, als er einen Krieg mit Amangam zettelte. Welche Rolle habt ihr dabei gespielt? Warum habt ihr ihm geholfen, wenn ihr doch wusstet, dass er euch nur wegwerfen würde? Fragen wir mal, wer er ist also. Welche Rolle ich gespielt habe? Ich war Sarivox Mentor und habe ihn in den schwärzesten Ritualen unterrichtet. Das hast du ganz toll gemacht. Jetzt hast du dafür die Quittung bekommen. Wenn er Erfolg hätte, wäre ich mit Sicherheit unter den Toten. Doch mein Name würde in seinen Taten weiterleben. Es gibt auch nach dem Tod noch etwas, wenn man auf die richtige Art stirbt. Und wie sollte es in der Geschichte keinen Platz für den Lehrmeister geben, der die Handlungen des aufstrebenden Herrn des Todes gelenkt hat? Das ist schon ziemlich hochmütig, das weißt du, oder? Ihr würdet das nicht verstehen. Ihr wurdet für Taten in den Reichen geboren. Wir übrigens mussten unseren Platz in der Welt erst mit allen Mitteln erkämpfen. Hallo? Wir sind jetzt schon ein halbes Jahr durch die Gegend gereist, mussten uns mit Meuchelmördern, Monstern, Kobolden und verrückten Priestern und... ja, allem möglichen messen. Ja, Spinnen auch immerhin. Mussten uns durch Minen kämpfen, durch Wälder, über Berge, Täler, das ist auch alles hart erkämpft. Arroganter Narr, ihr habt den Tod wahrhaftig verdient. Ich würde euch umbringen, wenn eure Anonymität nicht schon Bestrafung genug wäre. Geht mir aus den Augen. Wo hat er sich denn versteckt? Ich will heute Abend alles zu Ende bringen. Aufsteigen? Worin bestand denn sein Plan? Der Krieg mit Am war völlig sinnlos. Ihr müsst seinen Plan doch mittlerweile kennen, da ihr ihm praktisch auf Schritt und Tritt gefolgt seid. Vermutlich treibt euch dasselbe Verlangen an wie ihn, nur sucht ihr euch andere Ventile dafür. Ich glaube, er spricht gerade die Träume an. Nur, dass wir in den Träumen immer stark geblieben sind. Sarivok hatte ja auch solche Träume. Nein, ein Krieg mit Am war niemals sein wirkliches Ziel.
Sarivok ist kein Nutznießer des Krieges. Er wollte nur das Massensterben, genug im Kampf geopferte Leben, um das Feuer in seinem göttlichen Blut zu entzünden. Er dachte, dass die richtige Größenordnung an Todesopfern ihm zum Aufstieg verhelfen würde. Vielleicht hatte er recht. Wer kann das schon wissen? Wenn man die Arroganz eines Göttes besitzt und tötet wie ein Gott, wenn wir dann behaupten, dass man kein Gott ist. Das stimmt allerdings. Sarivok hat schon viele auf dem Gewissen und er ist übermütig geworden, deswegen konnten wir ihn zum Glück besiegen. Ja, wie grausam, dafür werdet ihr sterben. Ich werde beweisen, dass er das nicht ist. Wo hat er sich versteckt? Und worin besteht eure Rolle in diesem grausamen Spiel? Was seid ihr für Sarivok? Das haben wir bereits gefragt. Fragen wir mal, wo er sich versteckt hat. Oh, Sarivok will sich gar nicht verstecken. Wegen euch muss er sich nicht mehr verstellen. Kann die Maske eines ehrenhaften Wohltäters ablegen. Nur noch die fanatischsten und ängstlichsten seiner Verbündeten stehen jetzt noch zu ihm. Er wird all seine Leute um sich sammeln und weiterziehen. Natürlich weiß er, dass ihr ihm gegenübertreten müsst und er sichert sich dabei den Vorteil, den Kampfplatz zu wählen zu können. In der Unterstadt gibt es einen Altar, an dem das Ritual stattfinden sollte. Jetzt aber dient er ihm als letzte Zuflucht. Wenn er nicht zu ihm geht, schlägt er zu, wann es ihm genehm ist. Also ja, wir können uns zwischen Pest und Cholera entscheiden. Also Pest ist, ihn in seinem Heiligtum zu begegnen und dort zu besiegen. Cholera wäre zu warten, bis er zu uns kommt. Dann kommt er aber gerade im ungeeignetsten Moment wahrscheinlich. Also müssen wir uns wohl oder übel für die Pest entscheiden, also zu ihm gehen. Und uns halt gut vorbereiten vorher. Und was ist mit euch? Das hat also Ritual, worin bestand denn sein Plan? Der Krieg mit Am war völlig sinnlos, hatten wir. Und was ist mit euch? Seid ihr nicht wertvoll genug, an seiner Seite zu bleiben? Das sind leere Drohungen und ihr werdet zuerst sterben. Ihr solltet leben und zusehen, wie sich all seine Pläne nichts auflösen. Genau, sollen sich die Herzöge von Baldur's Gate darum kümmern. Um diesen Verräter hier. Eure Barmherzigkeit ist bewunderswert. Ihr habt in der Tat einen anderen Weg gewählt als Sarivok, obwohl ich mich frage, ob es nicht auf dasselbe hinausläuft. Lasst mich hier, denn ich bin keine Bedrohung mehr für euch oder andere. Ich will mich hier nur eine Weile ausruhen. Ich schätze, ihr seid am Ende. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Was ist eure Rolle? Ja. Anonymität, Bestrafung, genau. Das Labyrinth, das hatten wir bereits. Ich fand Winsky Peroret in der Nähe des Eingangs zur Unterstadt. Offensichtlich war er Sarivoks Mentor. Doch er wurde abserviert, weil er es gewagt hatte, Sarivok zu retten, anstatt die Großherzogin zu bringen. Das ist übrigens der Magier gewesen, der Sarivok da einfach rausgezaubert hat. Wie eigentlich sein Auftrag lautete. Winsky meinte, er wusste, ich würde folgen, da Sarivok ich vom gleichen Blut sein. Blut, das auch göttlich ist. Krieg mit Arm sei doch nicht Sarivoks wahres Ziel. Es sei das Gemetzel der ersten Schlachten, das er suche. Er glaube, die richtige Größenordnung an Todesopfern führe zu einem Aufstieg und er könnte das Amt des getöteten Baals übernehmen. Vielleicht stimmt das, doch wer weiß das schon. Wenn man die Arroganz eines Gottes besitzt und töten kann wie ein Gott, wer soll dann einem sagen, dass man kein Gott ist? Das hat sie 1:1 kopiert, Talisa. Ich muss dies beenden, bevor er entflieht, um seinen Plan erneut umzusetzen. In der Unterstadt gibt es einen Tempel, wo Sarivok seinen letzten Kampf gegen mich ausfechten will. Er wird nicht allein bleiben. Ja. Also, bevor wir jetzt hier durch diese Tür hier gehen, speichere ich nochmal richtig. Spiel speichern. LP045. Ende. Fragezeichen. Falsches Symbol. Wo ist das Fragezeichen? Da ist das Fragezeichen. Wo ist das Ausrufezeichen? Ah, das finde ich auch irgendwo. Ups. Also Bindestrich und Punkt sind da, wo sie hingehören. Ach, und Ausrufezeichen ist auch da, wo es hingehört. Nur das Fragezeichen ist hier. Ende Fragezeichen. Speichern. Da folgende Zeichen nicht enthalten.
Dann ohne das Ende speichern. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum großen Finale. Das wird nämlich eine ganze Folge und da möchte ich nochmal eine Begrüßung hinzufügen. Also, bis gleich.